Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mega Man X. Ja, wir werden heute mal an Spark Mandrill rangehen. Das ist ein Gegner, der uns richtig schön elektrisieren wird. Und ja, ich hoffe, wir schaffen den auch. Soweit ich weiß, ist seine Schwäche das Shotgun Eis. Ich glaube, das heißt Shotgun Eis. Ich kann hier mal nachgucken. Ja, Shotgun Eis. Dafür, seht ihr, zack. Und das geht dann so in mehrere Teile. Aber es war doof, dass ich das jetzt schon verballer. Denn das brauche ich auf jeden Fall noch für den Bosskampf am Ende. Und da ist das, glaube ich, wichtiger. Oh. Nein, da ist schon wieder so ein Elektrizitätsschwung rausgekommen, was ich nicht vorhersehen konnte. Oh, ich glaube, mein Controller macht schon wieder schlapp. Denn der lenkt schon wieder nicht so wie sonst. Das ist gar nicht lustig. Naja, Leben finden wir eh noch genug in diesem Level. Geht's hier irgendwo lang? Nee. Ah, auf die Dinger müssen wir nämlich aufpassen. Die kommen nämlich immer ins Bild. Wollen nur Licht machen, aber können uns damit auch schaden. Das wusste ich. Das wusste ich nämlich noch. Das ist nämlich das Einzige, was ich noch wusste bei dieser Stage. Nein! Oh. Puh, das war aber eng. Ja, wenn das dann wieder ganz hell ist, dann ist das wieder, dann kommen diese komischen Licht, Feuer, Flieger, blim, auf jeden Fall nicht mehr. Und, oh Gott, da ist ein Zwischenboss. Oh Gott, und nein, 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 nein. Okay, wenn wir in dieser Blase sind, in dieser Blubberblase, will er uns, glaube ich, irgendwie elektrisieren oder so. Gut, man kann jetzt nicht sehen, wie viel HP er hat, wie viel Leben. Von daher müssen wir improvisieren und ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Boah, der wollte gerade elektrisieren. Muss hier raus, ich muss hier raus. Oh Gott, okay, das war ganz eng. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und oh Gott, der will uns schon wieder elektrisieren. Okay, der Gegner ist nicht ganz so einfach. Und Mensch, wieso trifft er mich denn immer? Oh Gott. Anscheinend elektrisiert er sie immer nacheinander. Von daher würde ich sagen, dass wir immer ein bisschen Zeit haben, aus diesen Blasen da rauszukommen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich will da raus, ich will da raus. Oh Gott. Und er muss auch immer, wie ihr jetzt schon wahrscheinlich gesehen habt, immer nebenbei Strom zapfen. Und hooray, er ist down. Sehr schön. Gut, hier mussten. Ich weiß immer noch nicht, was diese Dinger sind. Vielleicht kann mir einer von euch einen Rat geben, was das ist. Diese blauen Dinger mit diesen orangenen. Also nicht die, aber vielleicht finde ich die ja nochmal. Dann kann ich euch die nochmal explizit zeigen. Und. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Nein, nein, nein! Oh, nein! Ich krieg Leben und werde sofort wieder angeschossen. Was ist das denn? So, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Das ist nicht gerade das einfachste Level, das kann ich dazu sagen. Viele werden sagen, das ist aber doch so einfach, du hättest das machen können, das machen können. Na und? Ich hab's nicht gemacht. Wir leben nicht im Konjunktiv. Ich hätte nicht, ich hätte nicht, ich hätte nicht. Komm noch mehr, ja du. So, können wir jetzt gleich nicht mehr nochmal dieses kleine Power-Up da bekommen? Das hier, das Ding. Wer kann mir sagen, wofür das gut ist? Obwohl, ist das vielleicht gut für unsere einzelnen Waffen, dass es wieder auffüllt? Das könnte auch sein. Ich habe noch nie wirklich drüber nachgedacht, muss ich ja sagen. Ja, diese Schildkröte wirft Granaten, was gar nicht nett ist. Und oh Gott, kommt die nah. Und hier müssen wir echt aufpassen, denn hier können jetzt schon wieder diese Lichtviecher kommen. Als ob ich es nicht gesagt hätte. Nein. Oh Gott. Zum Glück bin ich. Oh, ich habe ihn doch getroffen. Ich habe ihn. Oh Gott, oh Gott. Gut, hier kommen jetzt wenigstens nicht mehr diese Lichtviecher. Und oh nein. Oh nein. Wir sind beim Boss. So. Erstmal Save State. Wie immer. Und Shotgun Eyes. Haben wir eigentlich unseren Energietank schon aufgefüllt? Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ja, ein bisschen. Den Subtank. Puh, okay. Here we go. Huh, was sind das? LEDs? Bling, bling, bling. Tschung.
Und der will gar nicht angegriffen werden. Und deshalb, was ist da das Beste? Man macht ihn einfach zu Eis. Genau, Leute. Zack. Und ihr seht, wie der darauf reagiert. Und da habt ihr jetzt schon die Elektrizität gesehen, was der alles machen kann. Nein. Oh Gott. Nein. Ich hab ihn doch schon so weit. So, Freunde, ich werde vorher noch mal einmal kurz ein Subtank benutzen. Auch wenn das wenig Leben ist, das Leben möchte ich haben. Down! Ich glaube, das war bis jetzt der schnellste Gegner, den ich je umgebracht habe. Denn ich wusste von noch keinem einzigen Gegner, was seine Schwachstelle ist, außer von ihm. Von ihm wusste ich es. Und von zwei anderen kenne ich, glaube ich, auch noch. Naja, gut. Welcome to the next mission. Ich liebe diesen Satz. Ich weiß nicht, warum ich ihn sage, aber ich sage ihn einfach. You get electric spark. Was kann das denn? Wollen wir nochmal schauen. Oh yeah. So, hier nochmal die Codes. Hättet ihr Stopp drücken können, wenn ihr die sehen hättet wollen. Und gut. Hier nochmal einmal die Map, dass ich die wieder schön einblenden kann. Und ja, Freunde, bis zum nächsten Part. Euer Brain. Tschüss, Freunde.